Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen werden, ist ein anderer Click-Listener. Denn ihr habt ja, wie ihr vielleicht wisst, die Möglichkeit in Android, wenn man hier länger drauf drückt, oftmals andere Funktionen zu erzielen. Und ich glaube, das wollten schon viele von euch hin und wieder mal haben. Und deswegen gibt es da einen extra Click-Listener von Android selbst. Ja, ich zeige euch hier mal ganz kurz, da gibt es noch viele andere Click-Listener. Und zwar hier zum Beispiel, nicht Click-Listener, Entschuldigung, Drag-Listener, also wenn man zieht, gibt es da, wenn man auch nur drüber fährt, der ist übrigens nicht so spannend. Der Key-Listener, naja. Ich will euch jetzt den Long-Click-Listener zeigen und ja, mit dem Rest könnt ihr einfach mal rumspielen oder ich werde es euch einfach in den nächsten paar Videos dann zeigen, wenn ihr so viel Geduld habt. Okay, alles klar. Also machen wir einfach mal diesen Long-Click-Listener und ja, dieser On-Long-Click-Listener. Der ist ja nicht wirklich spannend, auch nicht wirklich anders wie dieser oder nicht viel anders wie dieser obere Listener. New Button Punkt On Long Click Listener. So, und der braucht natürlich wieder mal eine Methode und diese Methode, Achtung, jetzt kommt der Unterschied, ist ein Boolean. So, und dieser, upsala, dieser Boolean, den wir hier haben, das erkläre ich euch sofort, was da passiert. Ja, und diese Methode muss laut unser Interface onLongClick heißen. Okay, das heißt, wir machen hier einfach mal onLongClick. So. Und was dann hier passiert, sagen wir einfach mal, wir setzen den Text von dem Button. Wow. Not so hard. Und wenn wir jetzt das Ganze noch in einen String packen, hör auf, mir meine Anführungszeichen immer zu löschen, du Android, du. Ja, so. Rechtschreibvorschläge kriegen wir auch schon wieder. Ja, okay. Jetzt brauchen wir noch hier einen Return unten drunter. So, wir müssen auf jeden Fall Return True zurückgeben. Und was genau jetzt hier passiert, ist folgendes. Wenn wir. Na, geh weg, komm. Ach so, ja, natürlich, die ViewV brauchen wir hier noch. Die habe ich vergessen. So, was hier passiert ist folgendes. Wenn wir den Button lange klicken, dann wird der OnLongClick hier ausgeführt. Wenn wir jetzt False zurückgeben, dann denkt Android für sich, okay, der hat von dem LongClick, hat er die Methode noch nicht implementiert. Naja gut, wenn er die Funktion von dem Long-Click nicht implementiert hat, warum nehmen wir dann nicht einfach die On-Click-Methode? Und dann geht er eben weiter, also wenn hier False zurückkommt oder wenn einfach nichts gemacht wird, dann geht er hier weiter und sagt, okay, wir nehmen die On-Click-Methode und dann wird er einfach den Text hier auf You did it setzen. Wohingegen, wenn wir den On-Long-Click ausführen, dann passiert hier was völlig anderes. Naja, so viel anders auch nicht, aber es passiert was anderes. Und wenn wir True zurückgeben, dann weiß Android, okay, hast du gut gemacht, du hast dich drum gekümmert und ja, wir müssen hier diese On-Click-Methode nicht mehr aufrufen. Und ja, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, werden wir auch den Unterschied zwischen einem kleinen Klick und einem On-Long-Click feststellen. Gut, also nochmal ganz kurz, während das Ganze lädt. Wir haben hier quasi uns darum gekümmert, wenn der User lange draufklickt und wenn er kurz draufklickt, hätten wir hier aber kein True zurückgegeben, dann wüsste Android nicht, dass wir uns darum gekümmert haben und es würde die normale On-Click-Methode ausgeführt werden. Also wir klicken einmal kurz drauf und wenn wir lang draufklicken, dann passiert das hier. Wenn wir jetzt wieder kurz draufklicken, dann passiert das hier wieder. Kurz draufklicken ändert nichts dran. Und wenn wir lang draufklicken, kommt wieder das Wow, not so hard. Okay. So, ja, das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied gemerkt und es hat euch auch gefallen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.